Ja, also willkommen erstmal. Erstmal Entschuldigung für die Verspätung. Es war ein kleiner Schalter, der verkehrt war. Also ich möchte heute was erzählen über Nagios Java Monitoring mit Jamx von Perl, also ein Monstertitel. Ich hoffe, dass der Vortrag nicht so monströs wird. Bevor ich jetzt loslege, ein paar Worte über mich selbst. Also ich erzähle heute was über Eulogia und komme von der Firma Consol. Bei Consol machen wir, ich denke, Consol kennen einige bereits, aber wir machen hier sehr viel Operations. Das ist so die Schiene, wo auch das Benierlein und der Gerd Lauser herkommen. Aber wir machen auch viel Entwicklung. Das heißt, wir machen Java-Projekte, große Java-Projekte. Und aus der Ecke komme ich. Also ich bin eher so ein bisschen der Exot hier und möchte auch ein bisschen was über Java erzählen. Allerdings werde ich keinerlei Java zeigen, also keine Angst. Was wir auch haben bei Consol ist eine eigene Open-Source-Monitoring-Abteilung, die sich hauptsächlich mit Nagios und Schinken und auch anderen beschäftigen. Gut, ansonsten bin ich Open-Source-Autor auch, habe ein paar CPAN-Module, habe ein paar Projekte auf GitHub und ja, warum die Chili? Chili selber baue ich an seit 6 Jahren, nur so als Randnotiz und daher auch der Name Eulogia. Eulogia selber ist eine der schärfsten Chilis, die es gibt auf der Welt, also wer Lust hat, kann dann später nach dem Vortrag gerne vorbeikommen und dann können wir gerne mal eine probieren. Also bisher hat sich noch nie jemand getraut. Also ich habe das auf mehreren Konferenzen schon angeboten, aber schauen wir mal, wie es bei euch ausschaut. Gut, ja. Heute mal Heimspiel für mich. Also ich komme auch aus der Nürnberger Gegend und bin auch leidenschaftlicher FCN-Fan und haben gewonnen das Wochenende hier. Rest der Agenda, ich hoffe, dass wir, ja, was geplant ist, ich möchte ein bisschen was über JMX generell erzählen. Dann möchte ich konkret auf JMX for Perl und Eulogia eingehen, was das genau ist, was denn das eigentlich, welche Probleme es lösen will. Davon dann wieder weiter konkreter Check JMX for Perl ist ein Nagios-Plugin zum Überwachen von JMX-Informationen. Und eigentlich ist es geplant, jetzt noch eine Demo zu machen, die dann im Anschluss an den Folien ist, also ungefähr halb-halb. Bin mal gespannt, wie weit ich da noch komme, da ich jetzt auch die ganze virtuelle Maschine neu starten musste und alles. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das ein bisschen kürzer kommt. Aber wir können ja improvisieren. Ich hoffe, ihr helft mir dabei. Gut. Legen wir los. Zunächst mal kurz die Frage, wer kennt JMX? Naja, es sind ja doch einige. Wer hat schon mal aktiv was gemacht mit JMX? Ja, super. Cool. Und wer von euch, die aktiv was mit JMX gemacht haben, hat noch nie ein Problem gehabt mit JMX? Los. Okay, dann ist der Vortrag, denke ich mal, genau richtig. Trotzdem noch mal ganz kurz eine Wiederholung, was JMX selber ist. JMX ist eine Spezifikation, eine Java-Spezifikation, die ist schon sehr, sehr alt. Also die wurde schon im Jahr 2000 in einem sogenannten Java-Service-Request definiert. Ja, und momentan sind wir, glaube ich, bei Java-Service-Request 300 noch was. Man sieht also, dass die Erfinder von Java schon damals sehr früh daran gedacht haben, wie kann ich denn Management- und Monitoring-Informationen nach außen anbieten. Und das Ganze eben über einen Java-Standard, also von Java definierten API. Was kann ich machen mit JMX? Wie gesagt, JMX steht für Java Management Extensions. Ich kann also managen, ich kann aber auch monitoren. Sprich, ich kann gewisse Werte lesen, Attribute lesen, ich kann Attribute schreiben und ich kann für Managementzwecke Operationen ausführen über JMX. Und was man noch machen kann, man kann sich registrieren lassen über JMX, um gewisse Events zu erhalten und Notifications. In dem Fall. Was das eigentliche Tolle an JMX ist, dass JMX Bestandteil von Java seit der Version 1.5 ist. Das heißt, sobald irgendwo eine virtuelle Maschine läuft, die älter oder gleich Java 1.5 ist, habe ich JMX im Bauch und kann all die tollen Sachen, die JMX anbietet, von Anfang an nutzen. Davor war es so, musste man noch zusätzlich eine extra Library installieren. Das fällt jetzt weg seit der Version 1.5 und 1.5 selber ist ja auch schon bereits end of life, das heißt eigentlich de facto, ich hoffe, ich habe keinen hat mit Java 1.4 zu tun. Gibt es noch welche, die Java 1.4 irgendwo Einsatz haben? Ja, super, jetzt bin ich schon mal sehr froh. Also 1.5 ist der Voraussetzung für, auch jetzt für Eulogia und JMX for Perl, das ist die kleinste Version. Wie funktioniert JMX selber? Also hier ist mal ein kurzes Architekturbild gemalt. Also ich habe so eine Java Virtual Machine, da drin gibt es dann quasi auf einer unteren Schicht gibt es verschiedene Informationen, die angeboten werden. Man unterscheidet hier zwischen virtuellen Maschineninstrumentierung, also es sind einfach Informationen, die jede virtuelle Maschine anbietet, zum Beispiel der Hauptspeicher an der Java Virtual Machine oder die Anzahl der Threads, die laufen. Die erhält man quasi tatsächlich bei jeder Java-Applikation mit. Aber zusätzlich dazu gibt es auch noch eine Möglichkeit, dass Applikationen sich eigene MBeans registrieren und dass diese auch abgefragt werden können.
All diese Ambience werden in dem sogenannten Ambience Server registriert. Das ist also auch alles innerhalb einer Java Virtual Machine. Und der Ambience Server ist dafür verantwortlich, genau diese Ambience zu verwalten und diese auch nach außen zu geben. Und um das Ganze nach außen außerhalb der Java Virtual Machine zu transportieren, dazu gibt es die sogenannte Connector Architektur. Das sieht man jetzt hier nochmal rechts schön, da gibt es ein Feld, ein Connector. Gibt es verschiedene davon, verschiedene Typen. Der Standardtyp, der ist ein sogenannter RMI-Connector. RMI steht für Remote Method Invocation und ist eine Java-Technologie, mit der man quasi ein Java-Protokoll, mit der man Java-Objekte nach außen transportieren kann. Zu RMI komme ich gleich noch im Detail. Also RMI ist so der einzige Connector, der wirklich verbindlich in jeder JDK sein muss. Und nachdem es auch der einzige ist, der es sein muss, ist es auch tatsächlich nur der einzige. Es gibt auch weitere optionale, JMX-MP, ich will da gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen. Also das ist ein optionales Protokoll, auch definiert in dem Java-Standard. Allerdings wird man den in der freien Wildbahn eigentlich nirgendwo finden. Also mir ist er noch nicht untergekommen. Man muss dazu auch ein extra Stück Software installieren, um benutzen zu können. Er hätte allerdings einige Vorteile. Dann, was noch mal angedacht war, auch von diesen Standardisierungsgremien, war ein SOAP-Connector, also ein Webservice-Zugriff auf JMX, was natürlich super toll wäre, da wir quasi dann mit XML und HTTP einfach dann die Daten abgreifen könnten. Das ist eine Spezifikation, die ist 2004 gestartet, da war richtig viel Hype außenrum und 2008 ist die allerdings begraben worden. Also da gab es gewisse, sage ich mal, gewisse Kämpfe zwischen den einzelnen Gremien, Oracle und IBM damals noch, und letztendlich haben sie sich nicht einigen können, und das Ganze heißt, wir haben auch keinerlei SOAP in dem Fall zur Verfügung. Das heißt, unsere einzige Option ist dieser RMI-Connector, und dieser Connector hat einige Probleme. Hier steht JS-160, das ist also im Prinzip diese Konnektoren, die sind nochmal eine extra Spezifikation definiert, also in dem Fall JS-160. Und der Problem mit dem RMI-Connector ist insbesondere, dass der einfach eine rechte Drecksau ist, was Firewalls betrifft. Also wer RMI kennt, das ist im Prinzip, es gibt am Anfang, das ist ein Protokoll, da gibt es am Anfang ein Handshake zwischen dem Client und dem Server. Der Client sagt dem Server, hallo, ich bin hier, und der Server sagt dann dem Client, okay, du bist hier, bitte connect dich doch jetzt bitte an einen anderen Port mit dem Namen. Ja, das heißt, im Prinzip ist es so, dass der Server erstmal selber wissen muss, wie er von außen erreichbar ist, was schon mal bei NAT-Umgebungen nicht der Fall sein wird. Und das Zweite ist, dieser Port, den er da dem Client gibt zum Verbinden, ist einfach ein zufälliger Port aus einer ganzen Range von Ports. Also das heißt, man müsste tatsächlich, um diese Kommunikation über Firewall-Grenzen hinweg durchzuführen, eine ganze Latte an Ports freigeben, was natürlich nicht machbar ist. Das ist ein großes Problem. Ein anderes Problem, was ein bisschen subtiler ist, was insbesondere diese Instrumentierung für diese Custom-Instrumentierung für Applikationen betrifft, ist, dass man über JMX kann man beliebige Datentypen transferieren. Die müssen bloß serialisierbar sein in der Java-Sprache. Allerdings muss der Client natürlich auch wissen, welche Datentypen er transportiert. Das heißt, diese Typinformationen in Form von irgendwelchen JAR-Files müssen dann auch auf dem Client zur Verfügung stehen. Sprich, wenn ich jetzt einen Nagelshost habe und ich habe 200 verschiedene Applikationsserver und habe dann auch 200 verschiedene Applikationen da drin, die eigene Custom Ambience mitbringen, da muss ich für jeden dieser Applikationen das JAR-File auf dem Nagelshost haben, um die ansprechen zu können, was natürlich absoluter Maintenance-Albtraum ist. Und vor allen Dingen auch, wenn so eine Applikation geupdatet wird, müssen diese JAR-Files lokal auf dem Client auch geupdatet werden. Also das ist ganz grausam. Dann gibt es ein Problem mit Security. Es ist so, dass man JS-160 kann man absichern mit SSL, und es gibt so eine Möglichkeit, einen User und ein Passwort anzugeben. Und allerdings ist es dann so, sobald ich dann über diese Barriere drüber bin, also sobald ich den User und das Passwort richtig eingegeben habe, kann ich mit dem Applikationsserver alles machen. Das heißt, ich kann beliebige Applikationen starten, stoppen, ja, ich kann richtig, richtig viele tolle Dinge machen. Aber natürlich will man nicht, dass der Monitoring-User das eigentlich machen kann. Also dass mein Nagios prinzipiell die Möglichkeit hätte, mir den ganzen Server runterzureißen. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, das Ganze noch feingranularer zu machen, auch mit JS-160, ist aber wirklich schweinekompliziert. Also da muss man Java Security und JAS heißt es, also Java Authentication Authorization Service, der Name ist schon schweinelang. Das heißt, es ist wirklich eine komplizierte Sache, und ich habe es auch noch nie weiter erlebt, dass das jemand gemacht hätte.
Und eigentlich das allergrößte Problem ist die Tatsache, dass diese Kommunikation Java-only ist. Das heißt, die RMI ist ein reines Java-basiertes Protokoll. Das heißt, der Client muss auch selber in Java geschrieben sein. Ist natürlich für Nagios und auch für andere Nagios-basierten Systeme oder auch generell Open-Source-Systeme, soweit sie nicht selber Java nutzen, ein großes Problem, weil natürlich Nagios jedes Mal einen Java-Client abforken muss, um diesen Check auszuführen, das Ergebnis zu kriegen und dann wieder und auszuwerten. Das heißt, dadurch habe ich natürlich einen riesen Overhead, der bei sehr großen Installationen tatsächlich ein K.O.-Kriterium ist. Gut, und dann aufgrund dieser ganzen Probleme ist auch, also diese ganzen Probleme sind auch eine Ursache dafür, dass JMX generell in dieser Nagios-Welt schon immer so ein Nischendasein hat, weil es ist einfach Java und da gibt es natürlich auch, sage ich mal, kulturelle Probleme. Und daher gab es dann, also vor 2 Jahren gab es bei uns so jemanden, also es gab da einen vielfachen Wunsch von einem Einzelnen, der unbedingt quasi da eine Lösung haben wollte. Und die Lösung tatsächlich, die möchte ich heute präsentieren. Die heißt jetzt Eulogia, damals hieß sie noch JMX for Perl und die wird uns jetzt im Weiteren begleiten. Und jetzt zunächst mal einen kurzen Überblick über Eulogia bzw. JMX for Perl, wie das Ganze funktioniert. Dazu nochmal kurz zurück zu unserem Schaubild. Also so ist die Architektur von JMX selber mit dem Standard. Und jetzt hängt sich, also es ist ein agentenbasierter Ansatz, ein Agent hängt sich in die virtuelle Maschine mit rein, spricht mit diesem Ambient-Server lokal über ganz normale Java-Aufrufe und exportiert diese Information über HTTP und JSON nach außen. Also das heißt, ich kann von außen mit einem Client einfach tatsächlich mit HTTP und JSON drauf zugreifen und der erste Client war in Perl geschrieben. Wie wir sehen werden, es gibt noch viele andere Clients, da natürlich HTTP und JSON, sage ich mal, ein sehr offener Standard ist, der jeder nutzen kann, der auch nicht an die Sprache gebunden ist. Gut, welche Agenten gibt es? Also wie gesagt, ist ein agentenbasierter Ansatz, was natürlich bedeutet, dass man jetzt im einfachsten Fall auf seinen Applikationsserver ein Stück extra Software installieren muss. Das kann, also es ist, sage ich mal, das Übel, dass die Kröte, die man schlucken muss. Es gibt dafür aber viele verschiedene Agenten, die für verschiedene Szenarien gut geeignet sind. Der, sage ich mal, der meist verbreitendste Agent ist ein JEE-Agent, also Java Enterprise, der einfach als eine Web-Applikation kommt. Also das heißt, der Agent kommt in der Form eines WAR-Files und den kopiere ich bei Tomcat zum Beispiel einfach in das Web-Apps-Verzeichnis und der Agent läuft. Genauso kann ich das eben bei allen anderen JEE-Servern einfach den Agenten nehmen und wie eine ganz normale Web-Applikation deployen. Also keine weiteren Maßnahmen sind dazu notwendig. Dann ein anderer Agent ist für OSGI-Container. Sagt OSGI euch was? Okay, es gibt... OSGI ist im Prinzip eine Technologie, die so ein bisschen, ist auch eine, sag ich mal, ein Format, auf dem die meisten JEE-Server aufbauen. Aber den werde ich mal überspringen. Ich sage, das ist eine sehr, sag ich mal, erst eine neue Serverplattform, die ziemlich stark im Kommen ist. Und wenn man sowas unter den Händen hat, dann kann man auch einen dedizierten OSGI-Agenten von Eulogia nutzen. Dann gibt es Mule. Mule ist ein Enterprise Service Bus, ein Open Source, der bietet eine eigene Agentenschnittstelle an, die man benutzen kann. Und da genau für diese Schnittstelle gibt es auch noch einen Agenten. Und schließlich gibt es noch einen sehr generischen Agenten, der geht mit jeder beliebigen Java 6 Virtual Machine. Das ist also eine sehr interessante Sache. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht wissen, was das ist. Ich habe einen Java-Prozess und ich kann mich mit diesem Agenten sogar zur Laufzeit des Prozesses connecten. Das heißt, der Prozess läuft schon bereits und ich kann mich dann einfach von der Kommandozelle aus attachen an den Prozess und kann JMX über HTTP und JSON exportieren. Ich hoffe, wenn wir noch zur Demo kommen, kann ich das dann auch nochmal demonstrieren. Also wirklich damit kann man sogar selbst sein eigenes Eclipse und also jede Java-basierte Applikation ist damit quasi monitorbar über Eulogia und JMX Software. Ja, also dass wir das auch tatsächlich auf sehr vielen Plattformen testen, zeigt jetzt diese Tabelle. Das sind jetzt, ist eine Liste aller Server und Plattformen, die wir testen, bevor eine Major Release rauskommt von Eulogia. Also man sieht jetzt hier auf der linken Seite die gängigen, die üblichen Verdächtigen wie Tomcat, WebLogic, WebSphere, alles in verschiedenen Versionen, also Glassfish, JBoss und selbst auch so esoterische JEE-Server wie Jonas oder Geronimo werden da getestet.
Dazu haben wir eine Testsuite von ungefähr 300 Integrationstests, die da gegen jede dieser Plattformen läuft. Hier oben sieht man Felix, Equinox, das sind typische OSGI-Container oder die bekanntesten OSGI-Container. Aber selbst auch so Java-Plattformen wie Hadoop, also im Prinzip dieses Cloud-System oder Terracotta, so ein Data Grid, die eigentlich an und für sich jetzt keine Möglichkeit haben, einen der anderen Agenten zu deployen, können sich mit diesem JVM-Agenten instrumentieren lassen. Da sind wir relativ weit auf der sicheren Seite. Jetzt gibt es natürlich Situationen, in denen es nicht möglich ist, einen Agenten zu installieren. Also es sind typischerweise irgendwelche politischen Constraints, also man darf halt keine extra Software installieren, weil halt da die ganz wichtige eigene Business-Applikation läuft. Aber selbst für diesen Fall gibt es eine Möglichkeit, das Ganze, also Eulogia bzw. Jamx for Perl anzuwenden. Das funktioniert folgendermaßen. Also ich habe jetzt hier auf der rechten Seite meinen Application-Server, auf dem läuft jetzt kein Agent, der exportiert seine JMX-Informationen ganz normal über diesen RMI-Connector. Und ich deploy diesen Agenten auf einem Extra-Server. Das kann ein ganz einfacher Tomcat sein, ein ganz einfacher Jetty, der einfach nur da sitzt und nur diesen Agenten beinhaltet. Und der Client, also zum Beispiel JMX for Perl oder Check JMX for Perl, verbindet sich an diesen Agenten, hat natürlich in dem Request noch eine extra Information, in welchen Zielserver er denn eigentlich ansprechen möchte und biegt dann diesen Request um und benutzt dann quasi innerhalb des Tomcats ganz normal JSA-160-Konnektoren und kann quasi so genutzt werden. Also das ist eine einfache Möglichkeit, das dann auch zum Beispiel über Firewall-Grenzen nach außen zu kriegen. Ne? Also es ist so, dass wenn man sich jetzt vorstellt, dass jetzt die Virtual Machine innerhalb in der DMZ mit dem Proxy zusammen ist, kann ich trotzdem jetzt über einen einzelnen Port das Ganze nach außen transportieren. Also es ist man hat also sehr flexible, sage ich mal, Setup-Möglichkeiten. Dann gibt es ein paar Besonderheiten, die man bei JSA-160-Konnektoren nicht findet und eine davon sind Bulk-Requests, die insbesondere fürs Monitoring sehr interessant sind, weil, also was heißt erstmal Bulk-Request? Das bedeutet einfach, dass ich mehrere JMX-Abfragen auf einmal mit einem einzigen HTTP-Request absetzen kann und auswerten kann. Wenn ich normales JMX-Plugin benutze, bei Nagios zum Beispiel, dann muss ich jedes Mal für jeden einzelnen Wert, also für jeden einzelnen Check, tatsächlich dieses Plugin außen, also einen extra Prozess quasi starten und dann auswerten. Mit Bulk-Request ist es möglich, tatsächlich beliebig viele Werte auf einmal abzufragen und die dann in so einer Art Multi-Check-Darstellung auch tatsächlich auszuwerten. Das heißt, ich hab tatsächlich da sehr effizient die Möglichkeit, einen Applikationsserver mit einem einzigen HTTP-Request zu überwachen. Security, habe ich angesprochen, ist ein Problem bei den JSA-160-Konnektoren. Da bietet Eulogia die Möglichkeit, ich zeige jetzt hier einen kurzen Deskriptor mit dem XML-File, zu beschreiben, welche MBeans überhaupt abfragbar sind. Das heißt, dieses XML-File ist dann innerhalb des Agentens enthalten und damit kann ich sehr konkret einstellen, welche MBeans erlaubt sind, also von welchen Hosts ich überhaupt zugreifen und Zugriff erlaube, beziehungsweise ich kann ja auch wirklich ganz konkret, also hier ist tatsächlich eine reale MBean, also wer mal C3P0, das ist so ein Datenbankpool, wer den benutzt in seiner Applikation, das ist ganz witzig, der exportiert nämlich Datenbankpasswörter im Klartext über JMX, was eine ganz feine Sache ist, was man tatsächlich über so einen Restrictor-File tatsächlich auch ausschließen kann. Gut, die Kommunikation ist über JSON und HTTP, sprich, wir können jetzt mit ganz vielen Clients darauf zugreifen. Also es gibt die Möglichkeit, über Perl darauf zuzugreifen, in dem Fall mit JMX for Perl, aber inzwischen gibt es auch Client-Libraries für JavaScript, mit denen man direkt aus einer Webseite aus darauf zugreifen kann, beziehungsweise ganz speziell auch für Node.js gibt es einen eigenen Client, aber auch es gibt auch Clients inzwischen, oder angefangen für Python, Jürgen Herrmann ist da gerade dran und findet man auch auf GitHub in einem eigenen Projekt. Also da gibt es einige Client-Libraries, aber es gibt auch noch viele, die noch nicht gemacht sind und da gibt es natürlich viele Ideen und natürlich, wenn jetzt, sage ich mal, jemand von euch ein bisschen Zeit hat oder Lust hat, ist nicht schwer, so einen Client zu schreiben, also ich bin da auch immer offen für alle, für jeden Input. Also momentan auf der Liste ganz oben stehen Groovy und Scala, aber das sind halt so Java-esoterische Sprachen, aber auch
ein C-Bein, den könnte ich mir gut vorstellen, dass es definitiv auch Sinn machen würde. Außenrum um Jamming Stabil gibt es eine ganze Reihe an Tools, die ich jetzt dann auch in der Demo zeigen möchte. Aber auch mal hier kurz vorstellen möchte, da gibt es erstmal ein Kommandozeilentool, das heißt einfach JMX for Perl. Damit kann man einfach man gibt mal als erstes Argument die URL an zu dem Agenten, den man abfragen möchte, und dahinter dann das entsprechende Kommando und kann dann auch ganz beliebig Werte abfragen. Und mit diesem Tool ist natürlich ganz einfach möglich, das in Bash-Scripts oder Shell-Skripten zu integrieren und auch selber eigene Scripting zu machen. Das ist also kein Zauberwerk. Dann gibt es ein eigenes Nagios-Plugin, Check JMX for Perl. Das nutzt im Prinzip die Perl Library. Man muss also, um dieses Nagios-Plugin zu nutzen, natürlich kein Perl können. Aber dieses Plugin selber ist auch sehr, sehr mächtig. Also dieses Plugin, dazu komme ich jetzt gleich nochmal, kann also relativ viele Dinge. Es gibt noch einen CACTI JMX for Perl, eben für CACTI. Also es ist kein Plugin, glaube ich, es ist einfach eine Data-Input-Methode. Eine Readline-basierte Shell mit Command-Line-Completion und mit der man im Prinzip dann den ganzen JMX-Namensraum durchlaufen kann. Mit CD und LS kann man es quasi wie eine Shell benutzen und läuft durch den Application-Server durch. Da habe ich auch noch in der Demo dann eine Vorführung. Und dann gibt es noch für das Handling des Agenten gibt es ein eigenes Skript, das im Prinzip diese vier verschiedenen Typen an Agenten von unserer Webseite runterladen kann mit Signierung und auch Kompatibilitätsprüfungen. Und dann ganz neu, also wer mal Lust hat, sich das auf iPhone zu holen, es gibt auch einen iPhone-Client, der ist jetzt auch nicht von mir geschrieben, das ist von griechischen Entwicklern gemacht, also auch ganz nett, da kann man also ganz einfach über das iPhone auf seine Ambient zugreifen und seinen Weblogic runterfahren, wenn man möchte. Mal kurz von der Kneipe aus. Gut. Ich habe jetzt hier, wollte noch mal kurz eine Folie noch zu Check JMX for Perl. Ist ein Nagios-Plugin, kennt verschiedene Check-Typen. Also man kann natürlich Absolutwerte überprüfen, also zum Beispiel, dass die Anzahl der Threads, die gestartet werden, nicht höher ist als 100. Man kann aber auch relative Checks angeben. Das heißt zum Beispiel, 80% des Hauptspeichers soll nicht überschritten werden. Dazu gibt man im Prinzip zwei Ambient-Attribute an, nämlich den benutzten Hauptspeicher und den maximalen Hauptspeicher. Es gibt noch eine Checker, die habe ich jetzt hier vergessen, die kann messen, wie die Steigerungsraten von Werten sind, also wie schnell zum Beispiel die Anzahl der Threads steigt oder wie oft der Garbage Collector pro Minute eintritt. Das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium, um festzustellen, dass man kurz vor Ende ist. Und dann gibt es noch Multi-Checks, also wo man, wie schon beschrieben, mehrere Checks auf einmal abfragen kann. Das Ausgabeformat ist beliebig anpassbar. Und was auch sehr interessant ist, es gibt einen Konfigurationsfile-Syntax, der im Prinzip von dem Nagios-Checks-Kommando aus referenziert wird und der dann auch bei Ausführung des Checks jedes Mal ausgelesen wird. Und also ist im Prinzip, muss ich keinen Nagios neu starten, um das unter Änderungen vorzunehmen, an den Schwellwerten zum Beispiel. Und auch ein großer Vorteil, wir liefern schon mit JMX for Perl eine ganze Latte an Checks mit. Das heißt, für Tomcat, glaube ich, 20 oder 25 vordefinierte Checks, die man einfach direkt nutzen kann, indem man dieses Konfigurationsfile einbindet und diesen Check über den Namen, wie er in diesem Fall definiert ist, nutzen kann. Also momentan haben wir JBoss, Tomcat und Jetty. WebSphere und WebLogic haben wir noch nicht, aber das war natürlich, sind natürlich Dinge, die noch auf der Liste stehen. Ich kann dann auch noch mal kurz dann noch mal zeigen, welche Checks es gibt. Gut, jetzt kommt die Demo. Jetzt hoffe ich, dass das soweit alles klappt. Und dazu für die Demo benutze ich OMD. Kennt jeder OMD? Wer kennt OMD nicht? Ja, okay, es gibt ein paar, dann hoffe ich, mich wundert, dass auf der ganzen Konferenz relativ wenig über OMD gesprochen worden ist. Aber vielleicht kann ich da mal so ein bisschen ein paar Appetithaten geben. Also OMD ist eine eigene Distribution, die für verschiedene Linux-Systeme zur Verfügung stehen und die ganz viele verschiedene Features von Nagios vereint und das Ganze als ein ganzes Paket zur Verfügung stellt und sehr ausgefeilte Mechanismen hat für das Updaten bzw. für das Verwalten von mehreren Sites, die man parallel nutzen kann. Ja, unten hier ist nochmal eine Liste von Bestandteilen, die enthalten sind in OMD. Aber eigentlich bin ich jetzt hier nicht der Richtige, der über OMD hier was erzählen kann. Da gibt es bestimmt bessere, aber wir werden es gleich nochmal sehen. Aber JMX for Perl ist auch ein Bestandteil von OMD. Gut, dann
soweit. Jetzt hoffe ich, dass ich jetzt meine Virtual Machine zumindest schon mal da ist. Super, da. Na, danke. Gut. Also ich werde jetzt mal hier starten, kann noch ein bisschen was erzählen. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit schon Fragen, die man beantworten, die ich beantworten könnte. So, das ist schon mal da. Das heißt, ich kann mich schon mal drauf connecten. Also ich bin jetzt hier. Also was ich jetzt hier habe, ist eine Virtual Machine, ist ein einfaches Ubuntu. Da ist OMD installiert. OMD ist ein Kommandozeile. Und ich kann jetzt damit mit OMD sogenannte Sites kreieren. Jetzt mache ich mal hier eine Site, ist im Prinzip ein eigener Unix-User, der eine ganz spezielle eigene Nagios-Installation bzw. Konfiguration hat. Das heißt, ich erzeuge jetzt hier. Ja, macht nichts. Okay, kann das Ganze starten. Und schon habe ich ein komplettes Nagios am Laufen. Jetzt hoffe ich, dass das auch funktioniert. Ups. Also alles noch nicht so. Hoffe ich, dass ich. Also das Ganze ist hier durchgetunnelt. Wie bitte? Okay, Standardpasswort ist OMD Admin und OMD. Und dann wird man im Prinzip hier mit so einem, eine Auswahl. Man kann sich also quasi diese ganzen beliebigen UIs auswählen. Ich nehme jetzt mal rein zufällig Thrug. Und man sieht im Prinzip hier, okay, ich habe jetzt hier die Oberfläche und momentan keinen Service definiert. Also das ist im Prinzip kein Service, kein Host, also kommt komplett nackt. Das heißt, wir wollen jetzt mal, Ziel ist es, ich habe jetzt hier auf dem System einen Tomcat. Moment, ich gehe mal ein wenig hoch, wenn ich weit runter komme. Ich kann mal nicht mehr so. Wenn es zu klein ist, müsst bitte sagen. Also geht es jetzt so, wenn ich jetzt ein bisschen hochkomme? Ich kann die Schrift auch noch ein Stückchen größer machen. Okay. Also Tomcat starten Standard. Okay, es läuft hier im Prinzip ein Tomcat. Mal kurz testen. Also ich habe immer andere Ports, weil ich das Ganze, die Virtual Machine ist genattet und ich gehe halt über Port Forwarding drüber. Also das ist jetzt nicht wundern, wenn jetzt hoffe ich, dass ich diesen. Genau. Also Tomcat läuft. Gut, und jetzt geht es darum, als erstes diesen Agenten zu installieren. Dazu gehe ich jetzt einfach in dieses. Moment, Entschuldigung, kommen wir raus. Ich gehe jetzt im Prinzip in den User für die Site von OMD, die ich gerade kreiert habe. Also in dem Fall Open Source Monitoring. Genau, ich gehe wieder hoch, Obacht, springe ein bisschen. Also wenn's, wie gesagt, wenn es zu schnell geht, einfach schreien, ich bremse mich dann schon. Tomcat, Web Apps. Und jetzt gibt es hier, also OMD kommt auch mit einem Tool, das heißt Eulogia. Was im Prinzip nichts anderes macht. Bitte. Nee, die Ding ist schon zu Ende, ganz kurz, ich muss jetzt hier. Also was nichts anderes macht. Als eine Webseite zu kontaktieren, in dem Fall labsconsole.de, sich Metadaten runterlädt, also in dem Fall hier so eine Datei, die heißt eulogia.meta, die signiert ist mit meinem PGP-Key und in dieser Datei steht im Prinzip drin, welche Version von JMX for Perl mit welchem Agenten zusammenarbeiten kann. Das heißt, ich kann dynamisch auch immer wieder anpassen. In dem Fall habe ich hier den JMX for Perl Client 104, der den Agenten 101 benutzt. Das sieht man jetzt hier an der Ding und letztendlich wird hier, wenn ich jetzt nichts aufgebe, wird als Standard der normale Web-JI-Agent geladen. Kann ich allerdings natürlich dann auch über Kommandozeilen dann auch variieren, was ich damit machen möchte. Das heißt, ich habe jetzt hier in dem Verzeichnis, sieht man jetzt hier schon, ein Eulogia-Punkt war runtergeladen. Es wurde auch schon vom Tomcat gleich aufgenommen, entpackt und deployed, weil ich mich tatsächlich schon in diesem Web-Apps-Verzeichnis befinde. Das Ganze kann ich jetzt auch hier verifizieren,
indem ich hier die URL des Agenten angebe, die ist einfach so, wie dieses WAR-File heißt. Und man sieht jetzt hier, dass der Agent selber, wenn ich jetzt nichts weiter angebe, einfach mit seiner Version antwortet und auch mit einer JSON antwortet. Gut, also das klappt schon mal prima. Jetzt wollen wir natürlich einen Check einbauen, und zwar ist jetzt die Aufgabe, den Hauptspeicher zu überwachen. Also so ein ganz, ganz normaler Klassiker. Also ich möchte gerne wissen, wie viel Hauptspeicher mein Tomcat benutzt. Dazu habe ich hier noch eine zweite schnell. Moment. Okay, befinden wir uns auf der rechten Seite. Bei OMD ist es so, dass es in dem ETC-Verzeichnis liegen die ganzen Konfigurationsdaten, und in dem Verzeichnis ETC JMX for Perl liegen die Konfigurationsdaten für dieses Nagus-Plugin. Wenn wir jetzt noch mal kurz hier reingehen, sind hier quasi schon mehrere Dateien vorgegeben, und jetzt öffnen wir uns einfach mal das Hauptkonfigurationsteil JMX for Perl. Gut, machen wir es mal ein bisschen größer wieder. Man sieht, hier gibt es verschiedene so Include-Direktiven, damit kann ich die Standard-Checks hier einbinden, das heißt, die habe ich gleich zur Verfügung, eben für Tomcat, Jetty, JBoss, Threads, da käme jetzt dann auch WebLogic und WebSphere dazu. Und hier unten, weiter unten, kann ich meine eigenen Checks hier eintragen. Gut, in die Servers-TFG trägt man typischerweise diese URLs ein, die man braucht, um auf den Agenten zuzugreifen. Also ich lade mir jetzt diese Servers, Entschuldigung, gehe nochmal kurz hoch. Und habe jetzt hier schon mal, da war schon mal einfach mal so ein Dummy-Server drin, aber nenne ich den einfach jetzt mal hier Tomcat, und der ist erreichbar unter Localhost Eulokia in dem Fall. Jetzt ist es wichtig, dass die Server, die jetzt hier drin stehen, in dieser Default-Konfiguration, wie ich es benutze, den Namen eines Nagus-Hosts entspricht. Das heißt, ich referenziere diesen Namen über den Hostnamen eines Nagus-Hostnamen. Sehen wir jetzt auch gleich. Ich will jetzt bloß noch kurz, ja genau. Der Host ist eingetragen, und jetzt schauen wir uns die Nagios-Konfiguration an. Also das ist die Konfiguration für JMX for Perl. Nächster Schritt ist jetzt die Konfiguration für Nagios. Dazu gehe ich in das Verzeichnis, also auch wieder, das ist eine OND-Konvention, dass die ganze Nagios-Konfiguration innerhalb von EDC Nagios liegt, und darunter wieder unter Conf.d die einzelnen Konfigurationen abgelegt werden. Und hier gibt es auch schon ein vordefiniertes Check-Kommando, definiert in der Datei JMX for Perl Nagios TFG. Wenn wir uns die mal kurz anschauen, sieht man jetzt hier ist einfach nur ein Kommando, und da ist auch das, was ich meinte mit der Korrelation. Das heißt, wenn ich jetzt hier JMX for Perl hier aufrufe, übergebe ich den Servernamen, den Hostnamen als Servernamen. Das heißt, ich übergebe den Hostnamen des Hostes, bei dem dieser Check genutzt wird, an JMX for Perl. JMX for Perl schaut wiederum in der Server CFG nach und nimmt dann diesen Host mit der entsprechenden URL. Und dann kann ich hier weiter hinten beliebig viele, also das heißt beliebig, also vier Argumente maximal angeben, um diesen Check zu konfigurieren. Das heißt, an der Stelle muss man auch gar nichts ändern. Jetzt öffne ich mal kurz die, genau, einfach eine neue Konfiguration, nennen wir es einfach mal OSC CFG. Jetzt muss ich ganz kurz noch einen Schritt dazwischen reintun. Also weil ich jetzt... Das ist alles also nicht so? Okay. Im Prinzip ist es so, ich habe jetzt so eine Standardkonfiguration, die ich natürlich mir jetzt nicht auswendig... nicht alles abtippen möchte, deswegen übernehme ich die jetzt hier im Prinzip, im Prinzip ist ganz einfach so ein Host-Standard, das muss ich jetzt euch nicht erzählen, das wäre ja Eulen nach Athen tragen. Aber wichtig ist hier der Name, Hostname, Tomcat habe ich hier, ich habe hier einen Basis-Service, und jetzt hier unten möchte ich gern einen Check machen, ich benutze das Kommando check JMX for Perl und nenne diesen Check memory underscore heap. Das heißt, dieser Check muss irgendwo in den JMX for Perl Konfigurationsdateien definiert sein. Und welch ein Zufall, er ist tatsächlich definiert in einer dieser vordefinierten Konfigurationsdateien, die inkludiert sind. Die wir uns auch noch mal ganz kurz angucken können. Also ich gehe jetzt hier nochmal, JMX for Perl kommt eben mit diesen einzelnen verschiedenen Dings, hier Memory definiert. Hier sieht man also diese ganzen vordefinierten Checks, die man selber quasi out of the box nutzen kann. Wichtig ist hier eben dieser Memory Heap.
der im Prinzip sagt, hier, im Kommentar dazu steht es ja, die relative relativen Auslastung des Hauptspeichers misst. Okay, das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist das Ganze neu zu starten, einfach OMD Restart. Ich habe die NAGOS-Konfiguration geändert, muss das Ganze also neu starten. Und wenn wir jetzt das alles richtig gemacht haben, erscheint dann quasi wenn ich dann noch auf die Services drauf gehe, im Prinzip dieser Memory Heap. Und ich kann den jetzt quasi mal gleich mal durchführen lassen. Und tatsächlich sieht man jetzt hier, okay, Hauptspeicher 1,7% genutzt. Das ist das, was der Agent braucht letztendlich von den insgesamt 485 Megabyte, die dem Server zugewiesen sind. Gut, gibt es soweit an der Stelle Fragen? Also gesagt, das ist das Standardvorgehen hier, was ich gerade gezeigt habe, wie man alle diese 20, 30 Checks pro Server auch selber nutzen kann, eintragen kann. Und wichtig ist eben, dass die Korrelation zwischen den Konfigurationen über den Hostnamen in dem Fall funktioniert. Kann man natürlich auch ändern. Also es ist quasi jetzt nur ein Vorschlag. Der nächste Schritt ist, dass ich mal hier so einen Multi-Check einbauen möchte. Moment, bin ich zu weit gesprungen. Und zwar gibt es hier in dem Tomcat noch eine andere Anwendung, die nennt sich hier Pet Clinic. Das ist so eine Demo-Anwendung von Spring. Also man kann da hier, ja, das ist im Prinzip so eine Java-Beispielanwendung. Und da möchte ich jetzt ein bisschen speziellere Informationen über diese Webanwendung haben. Also zum Beispiel, wie viele Sessions aktiv sind, ob die Webanwendung selber läuft als Webmodul. Und auch das kann man alles über Tomcat mit JMX abfragen. Dazu gehe ich hier in das Tomcat. Mach es auch mal wieder kurz größer. Also hier in Tomcat-spezifischen Checks gibt es hier zum Beispiel, wenn wir mal kurz gucken, nach Webmodule Running hier ist interessant. Da gibt es einen einfachen Check, der nur testet, ob dieses Webmodul, das dieses Servlet enthält, auch tatsächlich läuft. Also es kann ja sein, dass dieses Servlet einfach nicht läuft, der Tomcat noch läuft, aber dieses Modul nicht läuft. Und dafür gibt es hier einen speziellen Check. Interessant ist hier, wie die Beschreibung ist, man sieht ja so ein Muster und hier ist so ein $0. Das $0 ist ein Parameter, den man von außen füllen muss, weil es natürlich sehr viele Webmodule geben kann, die man testen möchte. Das heißt, ich muss diesem Check noch einen Parameter mitgeben, wie dieses Webmodul heißt. Es ist natürlich, und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich an diesen Namen ran? Ja? Dazu kann ich jetzt einfach ein Kommandozeilentool nutzen. Ich habe jetzt hier JMX for Perl. Ich kann jetzt auch tatsächlich hier auf der Ebene, auf der Kommandozeile, Moment, ich gehe mal kurz hoch, damit hinten das auch besser zu sehen ist, auf der Kommandozeile den symbolischen Namen nehmen, wie er in dieser Service-CFG angegeben ist. Das heißt, ich muss nicht diese volle URL angeben, könnte ich auch machen, aber ich kann auch einfach so einen Namen angeben, wie dieses Tomcat, was ich in dieser Service-CFG genutzt habe. Und dann gibt es hier natürlich gibt's ein Kommando, das heißt List. Und da kann ich jetzt einfach mal gucken, wo denn dieses J2EE Type gleich Webmodule denn überhaupt vorkommt. Ja? Na, gar nicht. Habe ich vertippt? Genau, also es gibt es hier, ich mache wieder kurz größer, es tut mir leid, dass ich mal hier so ein bisschen hin und her springe. Aber man sieht jetzt hier, gibt es also verschiedene Webmodule und da geht man durch, okay, es gibt eines, das heißt Manager, dann gibt es eines, das heißt Pet Clinic. Ja? Das ist dann wahrscheinlich unser Webmodul, was wir jetzt gerade benutzen möchten, um diese Applikation zu testen. Und der Parameter war im Prinzip dieses $0 stand hinter diesem Namen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach diesen Teil hier, kopiere mir den und gehe jetzt hier, muss im Prinzip jetzt hier meinen, na, das ist schon wieder Ding, ich mache jetzt hier einen eigenen, genau, ich weiß es nicht, ein bisschen. Ding, geht es hier runter und starte jetzt hier meinen eigenen Check. Das heißt, ich mache jetzt hier so einen Multi-Check, nenne ich das Ganze mal. Also das ist so ein Check, der mehrfach benutzt wird. Ich nenne das Ganze Pet Clinic. So. Und sagt der Check, den habe ich jetzt vergessen, wie der hieß, ob der ist noch im Kopf. Der Check hieß Web Module Running. Und den rufe ich jetzt eben auf mit dem Parameter
dieses Namens. Ne? Das ist also relativ einfach. Gut, und jetzt könnte ich noch, die Zeit läuft jetzt ein bisschen davon, gehe ich in den in die Nagelskonfiguration. Da habe ich das jetzt, genau. Und hängt da einfach statt hier, Hostname ist der gleiche, Service Description ist jetzt mal egal. Und ich gebe jetzt einfach nur diesen anderen Namen eben an, hier in dem Fall Pet Clinic. Genau. Und wenn ich jetzt hier OMD nochmal restarte, es gibt auch, ich weiß nicht, gibt es hier OMD-Experten, gibt es auch OMD Reload? Okay, okay. Grins. So, Services. Okay, Check läuft noch. Gut, also die Web-Applikation läuft. Heap Memory ist in Ordnung. Und jetzt könnte ich natürlich in dem Fall, jetzt habe ich natürlich einen Multicheck nur mit einem Check, weil wenn ich jetzt hier mehrere Checks angeben würde, können wir jetzt mal testweise mal machen. Ups, da war der falsche. Können wir jetzt hier einfach mal nochmal just for fun, einfach nochmal einen Heap Memory dahinter hängen, nur um das mal zu demonstrieren. Ja, danke. Ich mache es immer verkehrt. Ich hoffe, bedanke. Ist ja auch fast. Okay. Ja. Jetzt haben wir es aber, oder? Gut. Und jetzt müsste tatsächlich ein einfacher Reload. Moment, bin ich jetzt leider konfus. Genügen. Um das Ganze. Ne. Das muss nochmal laufen lassen, natürlich. Genau. Also ich habe jetzt hier im Prinzip dann in dem Fall einen Multicheck, der dann halt das Ganze dann eben mit mehreren ausgibt und dieser Check schlägt fehl, sobald einer von diesen anderen Checks fehlschlägt. Also das ist eine einfache Möglichkeit. Und tatsächlich brauche ich dafür auch nur einen Turnaround dafür. Gut, soweit waren das jetzt die so Basisoperationen. Das heißt, so kann ich mit bestehenden Checks relativ leicht arbeiten. Und jetzt möchte ich noch als letztes Beispiel, damit wir auch in der Zeit bleiben, ein bisschen abgekürzt, zeige, wie kann ich denn mich auf unbekanntes Terrain begeben. Das heißt, wie kann ich denn jetzt was, ich habe jetzt eine Anforderung, also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ist die Anforderung, Moment, ist jetzt im Prinzip, das ist jetzt die Aufgabe. Ich habe jetzt irgendjemand kommt zu mir von den Entwicklern und sagt, ja, wir haben da einen Service Mix ESB. Sagt jemand Service Mix was? Ne, das ist schon mal sehr gut. Und der schiebt dann also Nachrichten in eine Queue. Die Queue heißt Bridge Output, das ist schon mal eine wichtige Information. Und jetzt ist halt das so, dass da immer wieder Nachrichten hängen bleiben. Und er möchte halt gern, dass Nagel so eingerichtet wird, dass man das Ganze auch mitkriegt. Sprich, sobald 100 Nachrichten hängen geblieben sind, sollten da auch bitteschön quasi ein Alert generiert werden. Gut, dann was macht man als erstes? Man guckt erstmal nach, was Service Mix überhaupt ist. Also ich will jetzt da nicht ins Detail eingehen, aber Service Mix ist tatsächlich so ein Enterprise Service Bus, also so ein richtig großes das Teil, hat hier mehrere Bestandteile, also ist richtig komplex, ist zwar eigentlich sehr, sehr, sehr schick und ist eigentlich momentan so der Hip-Container, sage ich mal, für solche Geschichten. Aber uns ist es eigentlich vollkommen wurscht, sondern das ist für uns einfach bloß eine Java-Blackbox. Gut, ups, jetzt, Entschuldigung, jetzt geht es wieder zurück auf die Shell. Sind wir hier. Okay, erstes Mal gucken, ich bin hier auf meinem Server, habe da natürlich jetzt noch keinen Service-Mix laufen. Okay. Ich habe den zum Glück schon im Prinzip vorbereitet. Service-Mix bin, und da gibt es einfach ein Kommando, das heißt Start, und jetzt läuft dieses Teil. Gut, jetzt ist erstmal die Frage, okay, das ist jetzt kein Applikationsserver, das ist jetzt nichts, welchen Agenten nehme ich da, wie komme ich denn jetzt an diese Informationen ran? Also für mich ist es wirklich nur eine Blackbox und da, wie gesagt, gibt es diesen speziellen generischen Java-Agenten, den hole ich mir erstmal auch wieder über dieses, Moment, ich mache es wieder ein bisschen größer und gehe nach oben. Ich hoffe, euch ist dann nach dem Vortrag jetzt nicht schlecht. Einfach mit diesem Yolokia-Kommando. In dem Fall gebe ich an, ich möchte diesen generischen Agent haben. Jetzt hoffen wir, dass okay, Verbindung ist nach oben. Jetzt holt er mir dieses Yolokia
java.jar. Mit diesem Ergänzen, den starte ich einfach, indem ich einfach mal java-jar-yoloca.jar aufrufe. Dann sagt er mir erst einmal tatsächlich, welche Java-Prozesse er denn findet auf dem System. Das ist, wer JPS kennt, das ist im Prinzip ein ähnlicher Weg, wie das funktioniert. Jetzt bin ich natürlich, ich möchte jetzt erstmal trotzdem, also was mir jetzt gerade ein bisschen stört, dass es so viele sind. Also machen wir erstmal, schießen wir die erstmal alle ab. Wir starten das Ganze nochmal. 4, 6, 8, 5. Da war ich da drin, glaube ich. Ne? Ja. Ist wurscht. Achso, okay. Aber ich hole mir einfach nochmal. Ups, falscher Tipp. Das heißt, man wird dann wahrscheinlich überall diese Jars finden. Weil es einfach so einfach ist, die zu laden. Also. Jetzt hat er nur den einen. Ich habe noch nicht gestartet, genau. Tatsächlich. So, aber jetzt hoffe ich, dass es soweit klar ist. Okay, ich habe jetzt hier, sieht man schon, im Prinzip dieser zweite Prozess ist der den man nutzen kann. Und jetzt gebe ich einfach als nächstes entweder die Prozess-ID an oder einfach einen symbolischen Namen aus dieser Prozessbeschreibung. In dem Fall halt passt eigentlich Karaf ganz gut. Und schwupp, und schon habe ich im Prinzip den Agenten dran geklatscht an diesem laufenden Java-Prozess und der ist im Prinzip hier über diese URL erreichbar. Ja, ich kann jetzt mir jetzt einfach mal gucken, gebe ich mir an hier, cmx for Perl, gebe hier die URL an, mache hier mal eine List und dann mache ich mal einen grep auf. Im Prinzip hat ja jemand hier so ein Ding gesucht, das heißt Bridge Output. Ich gehe auch nochmal sicherheitshalber nach oben, Obacht. Und man sieht jetzt hier, aha, okay, da gibt es eine MBean, die heißt hier schon mal, okay, das ist aber hier Type Topic, aber ich brauche ja eine Queue. Okay, das ist wahrscheinlich meine MBean, die ich brauchen werde. Okay, wie komme ich da jetzt weiter, wie kriege ich jetzt raus, wie die Anzahl der Nachrichten hängen geblieben sind? Dazu gibt es dann in dem Fall, kann man sich auch nochmal die Shell, möchte ich auch nochmal gerne zeigen hier an der Stelle, hier reingehen. Also das ist einfach wie eine Unix-Shell. Ich kann mit ls, kann ich mir die ganzen MBeans anzeigen lassen, die da so drin rumfleuchen. Ich war dann hier in diesem Org Apache ActiveMQ Zweig und da gab es, na, schauen wir mal an, wie ist es nochmal, Bridge Output. Okay, da gab es jetzt zwei. Kann jetzt aber auch sehr schön mit CD und eben Tab Completion, ne? Okay, in dem Fall gibt es einen Haufen, Destination, Bridge Output Type Q, kann mich da quasi rein navigieren. Achtung, ich springe wieder nach oben und kann mir jetzt hier anschauen, das Schöne ist, bei JMX gibt es oft so, dass eben auch noch Beschreibungen dabei sind, was die Attribute bedeuten. Also in dem Fall, ich verrate es euch, bevor wir das alles durchlesen, gibt es hier eine Seite, die heißt hier Q, ja? Die eben jetzt noch nicht verbraucht worden sind und genau diesen Wert kann ich jetzt abfragen. Das heißt, ich muss jetzt, das zeige ich jetzt nicht mehr, aber ich muss im Prinzip in meine Konfiguration den Namen dieser MBean, haben wir gerade entdeckt, reingeben, als Attributnamen, diese Q-Size und als Schwellwert diese 100 angeben, das zu machen. Also ich kann jetzt mal gucken, wie denn jetzt gerade dieser Wert denn eigentlich ist. Moment, ich gehe nochmal hoch. Und man sieht tatsächlich, es sind 134 Nachrichten, die gerade hängen geblieben sind. Ne? Was man über die Shell natürlich auch schön machen kann, ist, man kann eben auch Operationen ausführen. In dem Fall kann ich sagen, okay, ich kann diese ganze Queue einfach leer machen. Ne? Das stört mich jetzt, dass die 134 rumfliegen, brauche ich eh nicht. Und das Ganze ist dann tatsächlich dann einfach gelöscht. Ne? Also man kann, das ist dann der Management-Aspekt von diesem ganzen JMX. Und mit dieser Shell, die ist schon sehr praktisch zum täglichen Bedarf, um da einfach durchzuhören. Gut, damit möchte ich dann auch das Demo soweit abschließen. Ich hätte noch ein paar, aber ich glaube, das ist schon einen ganz guten Eindruck vermittelt, wie das Ganze funktioniert und komme jetzt auch zum Schluss nochmal, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, bin auch gleich am Ende. Das war der Service-Mix. Gut, also was ich euch jetzt so mitgeben möchte, ist im Prinzip, dass JMX schon eine coole Sache ist, auch wenn es Java ist, aber es ist im Prinzip was tatsächlich viel, viel Informationen enthält, wo es schade wäre, die einfach liegen zu lassen. Also es sind sehr viele Sachen, die man sehr gut zum Monitor nutzen kann,
das Schwierige ist wirklich an diese Informationen ranzukommen. Und ich hoffe, gezeigt zu haben, wie man solche Werte auch mit einfach Grab und List einfach mal rausfinden kann. Dann grabt man halt mal nach Memory oder mal nach Count oder Error und findet da schon mal sehr viele Metriken selber raus. Aber wir sind aber auch bemüht, tatsächlich auch fertige Metriken noch weiter anzubieten und das weiter auszubauen. JS160 ist uncool. Deswegen gibt es eben Eulogia, den Agenten und JMX for Perl, den Client dazu. Und zusammen sind die im Prinzip, jetzt nochmal hier nochmal, haben wir ja gesehen, JSON, HTTP, haben Features, die es nur bei JMX for Perl und Eulogia gibt, so wie diese Bike-Requests, dass der Tool-Support recht gut ist, sage ich mal, also mit diesem Shell und anderen Kommandozeilen-Tools. Und ja, also ich wage mal zu sagen und auch zu empfehlen, dass es als erste Wahl für Java-Monitoring, denke ich mal, in Frage kommt. Gut, Ressourcen noch und ja, bin damit am Ende meines Vortrags. Wenn jetzt, gibt es noch Fragen dazu, dann ja, möchte ich, sage ich nochmal Tschüss und nochmal auch mal Dankeschön so im Namen von, denke ich mal, von vielen Sprechern an NetWays für diese tolle Konferenz, da ich jetzt auch der letzte Sprecher bin und wünsche auch allen eine gute Heimfahrt.